Fangen wir doch mal an mit der Dekoration. Sie haben schon gesehen, das ist eine Kerze. Im Grunde das gleiche Setting, wie Sie hier sehen. Ja. Vorteil, wenn Sie Kinder im Haus haben, müssen Sie keine Angst haben, dass Sie sich die Finger verbrennen. Und wenn die Zeit vergeht, brennt auch diese Kerze digital runter. Dennoch kann der Adventskranz keine Flammen fangen. So viel zur Dekoration. Hat natürlich noch andere Vorteile. Die zeige ich Ihnen im Programm. Oh ja, die gehören eigentlich nicht dazu, die gehören noch zur Dekoration. So. Sie können die auch für die normale Dekoration verwenden. Nicht nur digital. Backen Sie mit Ihrer Tochter Weihnachtsplätzchen. Das macht meine Frau. Ihre Frau. Dann passen Sie mal auf, mit diesem Backbuch würden Sie das auch machen. Im Grunde sieht das aus wie jedes andere auch. Wäre das vielleicht auch für Sie interessant, digitales Kochbuch oder Backbuch, wie auch immer. Hier Zutaten und Zubereitung, kennen Sie alles. Mit dem Unterschied, bei diesem besonderen Weihnachtstablet können Sie eben auch schon vorher mal probieren. Das ist lecker, ist fein. Weiß nicht, ob es zur Wurst passt, aber überzeugen Sie sich. Und? Okay. Ja, ist eh grausam, das Bein rauszureißen. Vielleicht sollte man lieber gleich den Kopf nehmen. Der große Vorteil hieran ist aber, dass man den Lebkuchenmann ja erstmal probieren kann, bevor man ihn backt. Und wenn Sie sich entscheiden, das zu machen, dann... Inwiefern? Ja, die Fortschritte sind immens. Und nächstes Jahr soll das marktreif sein. Nächstes Jahr rennt jeder mit so einem Gerät rum. Schauen wir mal weiter. Zimtsterne. Haben Sie hier die Einkaufsliste? Es gibt gar nicht so viel, die Zutaten könnte man sich merken. Sicherheitshalber nimmt man einfach die Liste mit. Wenn Sie nicht das ganze Weihnachtstablett mitnehmen, dann doch einfach die Liste. Sie können sie rausreißen. Sie machen nichts kaputt. Sie können das einfach wieder hochladen und das System funktioniert wieder. Das ist ein tolles Gerät, oder? Ja. Also im Grunde nutzen wir das Gerät und haben die Software weiterentwickelt. Zum Beispiel kann ich ja hier digitale Bilder aufbewahren. Das kennen Sie vielleicht. Das sind meine Weihnachtsfotos. Wenn ich die mit meinen Eltern teilen möchte, kann ich das nur, wenn die auch so ein digitales Gerät haben. Normalerweise. In dem Fall kann ich die direkt ausdrucken. Kann die also zum Beispiel auch eine Postkarte kleben und meinen Eltern schicken, wenn die sie angucken. Sicherheitshalber sollte ich vorher noch eine digitale Kopie machen. Ja, dann habe ich beides für meine Eltern und für mich. Das hier ist mein Lieblingsfoto. Das ist der Ort, an dem ich jedes Jahr mein Weihnachtsfest verbringe. Wo ist das? In Südtirol, liegt zwischen zwei Tälern, da hängen auch ganz viele Wolken und ich glaube, deswegen schmilzt der Schnee nicht weg. Wenn diese Wolke nicht wäre, ja, dann würde die Sonne scheinen und die Landschaft sähe ganz anders aus. Sie können sogar die Position der Sonne verändern. Ja, da wird es am Ende noch, je nachdem, wo Sie hinschieben, richtig romantisch. Können Sie die da jetzt auch so an der Seite rausholen, die Sonne? Ja, ich kann die überall rausnehmen, ob jetzt an der Seite oder direkt hier in der Abendposition. Völlig egal, kann ich die globale Erwärmung stoppen und sogar meine eigene Hosentasche im Winter aufheizen. Ja, schön. Super. Das hier bietet sich an, wenn Sie zum Beispiel Weihnachtsshopping vergessen haben. Haben Sie schon alle Geschenke gekauft, oder? Nee, noch nicht. Genau, ich mache auch mal auf letzten Drücker. Ja, und das ist aber nicht so schwierig. Ja, ja, und wenn es dann doch knapp wird mit der Zeit, kann man einfach das rausnehmen. Und das Tolle ist, man hat trotz dieser Möglichkeit, 8 Tage Rückgaberecht. Das heißt, man nimmt den Tennisball, drückt ihn wieder rein und dann muss man auch nicht bezahlen. Sagen Sie? Ich kann den Ball natürlich behalten, ja, aber dann wird er von meiner Kreditkarte abgebucht. Ja, also, tolle Sache. Ja, was sagen Sie zu dem Gerät? Sehr schön. Ich zeige Ihnen mal das nächste Foto. Das bin ich beim Glühwein trinken. Ich kann hier ein bisschen ranzoomen. Und dann sieht es doch fast so aus, als würde meine Hand quasi die Tasse halten, oder? Ja. Da kann ich den ganzen Genuss nochmal in Gedanken quasi Revue passieren lassen. Oder ich nehme es mir einfach raus. Dann ja, wird es eben abgebucht. Glühwein München, 3,50. Haben Sie gedacht, dass die Technik schon so weit ist? Ja, teilweise. Also ich wusste nicht, dass da auch Dinge rauskommen, die da eigentlich drin sind. Das ist eine Bescherung über den Bildschirm. Das ist für Sie, wenn Sie möchten. Ja. Achten Sie mal auf den Bart. Kinder können den Weihnachtsmann ärgern, aber das sollten Sie sich nicht so sicher fühlen wegen dem Bildschirm. Nicht, dass der am Ende dann noch rauskommt. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein kleines Geschenk mit. So ein
so eine Art Starter-Set. Da gehe ich einfach mal hier durch und gebe Ihnen all die Apps mit, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Ja. Jetzt würde ich Ihnen nur noch verraten, wer denn so großzügig ist und Sie so reichlich beschenkt. Ja. Herzlich willkommen. Bei Verstehen Sie Spaß. Sehr fein.